Wir treffen uns beim Würstelstandl. Ein Würstel ist allem gut. Hallo, grüß dich. Alles in Ordnung? Weil jetzt geht's los mit Brandl trifft. Hans-Peter Munter. Hans-Peter, jetzt habe ich relativ lang auf dich gewartet, weißt? Und ich habe mir gedacht, jetzt werde ich nicht der Direktor für die Handwerker und politischer Repräsentant für die Handwerker gleich dann wie Sie einfach auf sich warten lassen. Nein, auf sich warten lassen. Nicht nur, wenn sie da sind, sonst sind sie wirklich da, weißt? Und auf eine gute Sache, sonst soll sie es aus, oft einmal eine Minute länger zu warten, weil danach weißt du wirklich, was sie hast. Am Selbstvertrauen hat es ihm und in die Handwerker noch nie gemangelt. Das finde ich gut, dass du auch deinen Berufsstand verteidigst. Nicht? Das ist auch gut. Wenn eine gute Leistung da ist, dann muss man sich auch nicht verstecken. Nein. Und sei glaube ich, kann man schon wirklich sagen, überhaupt alle Leute, die hier arbeiten, machen eine gute Arbeit. Ja, hundertprozentig. Jetzt hätte ich eine Frage, weißt du, weil du und ich vielleicht auch möchten ja ein paar in den Landtag rein, nicht? Ja, deswegen sind wir ja auch da rein. Du bist ja schon alt eingesessen, aber immer das Haus angeschaut. Das Haus war schon eher ein bisschen zu... Irgendwie ein bisschen etwas braucht es, oder? Man hat ein bisschen eine Auffrischung, ein bisschen Renovierung. Da braucht es auch ein bisschen handwerkliche Arbeiten, oder, bei dem Haus? Oder? Du, in dem Haus, da braucht es schon wirklich Handwerker. Ja. Vielleicht braucht es auch einen Handwerker mehr da drin. Einer, der wie mithilft, oder? Das ist alles, wie ein... Aber immer angeschaut, schon allein von der Farbe her ist es ja wie ein Blass, nicht? Jetzt, du hast ja als Malerhandwerk von der Pike auf gelernt, nicht? Sagen wir, mir zwar, ich darf den Lehrbuch spielen, das ist wirklich, das ist mir helfen. Dann malen wir das Haus ordentlich neu um. Zwei Kiebel und dann wie ein Christ und dann ein bisschen. Pass auf, der Arbeitssicherheit ist heim besonders gefährlich. Machen wir, Helm setzen wir auf, nicht? Ganz aber genau. Aber wie eine Farbe, dass ein bisschen in den Landtag ein bisschen Farbe ins Spiel kommt, oder? Ja, jetzt welche Farbe darfst du noch übernehmen? Was nehmen wir? Ja, ist eine gute Frage, gell? Schwarz können wir es nicht noch malen. Nein, schwarz, nein, sag ich überhaupt nicht. Das ist eine schiere Farbe. Was hast du für einen Vorschlag? Und blau ist der Himmel, sag ich, das ist recht nicht. Und orange gefällt mir nicht. Nein, es soll schon eine schiene Farbe sein. So richtig eine typische, klassische Tiroler Farbe. Weiß-rot. Ja, oder rot-weiß. Ganga. Ja. Wo fahren weißt, wir was wir tun? Wir nehmen rot, weiß und weiß-rot und praktisch weiß mal im Räumen über weiß drüber. Und dann haben wir es ja. Und dann haben wir es schon. Ja. Machen wir zuerst, was tun wir? Zuerst machen wir zuerst als weiß und dann die roten Strafen drauf oder umgekehrt. Ich erst weiß alles grundieren, nicht, sagt man. Oder? Ist ja richtig? Aber schon im Untergrund muss allem gut vorbereitet sein. Sonst brauchst du für eine Niederarbeit. Ja. Dann braucht man in der Politik ein gutes Fundament. Ja, eben. Aber hoch, wenn ich dir noch Hilfe beim Anstreichen, brauche ich da nicht ein Vitamin C. Selbst braucht dann jeder Mensch heint. Und besonders wenn man arbeiten tut, brauchst du wirklich Vitamin C. Und du bist ja zurzeit in Südtirol der höchste Repräsentant für Vitamin C, oder? Ja, da muss er dir etwas zeigen. Hast du wirklich recht, dass du das schon weißt? Ja, schau dir mal seine Wohlwärme an. Unsere Betriebe sind Südtirols Vitamin C, sedelweiß. Der rennt mit Vitamin C mal um das ganze Land. Und du musst mal schauen, was da drin ist. Da ist schon wirklich Vitamin C drin. Was ist denn drin? Ja, schau mal, was da drin ist. Ein Orange? Ja, nicht nur eine. Zwei gleich. Ja, du kannst dich nicht auf einen Würstelstandl von Walter hergehen mit einem Orange. Ja, wieso nicht? Da ist Kraft drin. Das passt ja super dazu. Da machst du richtig einen frischen Orangensaft. Ja, aber du kannst nicht einen Orange mit Senf essen. Nein, mit Senf geht es wirklich nicht. Das hast du recht. Nein, sag ich gar nicht. Pass auf. Du bist ja auch der Verfechter für Bürokratieabbau und für Innovation, oder? Dann machen wir eine Innovation jetzt. Machen wir etwas Innovatives. Weißt du, was wir machen? Ein Meranerwürstel mit Orangenpunsch. Das wäre eine gute Idee. Ja. Dann kommen wir es in Dunkeln, jetzt auf Weihnachten, jetzt für den Christkindlmarkt. Und nicht mehr Ketchup, verstehst du mich? Das ist eh nicht gesund für die Kinder. Orangenpunsch, weil das lassen wir uns patentieren. Dann sind wir die Weltmeister. Dann wären wir einmal die Weltmeister, ja. Haben wir einmal etwas gebracht, ja.